Hallo, willkommen zu einer neuen Wochenblog-Serie. Jo, ich sitze schon seit 9 Uhr oder 10 Uhr hier im Büro, beziehungsweise Büro, nein, in meinem Esszimmer und bin schon am Arbeiten. Gestern Abend sind noch 4 Videos übrig geblieben. Die habe ich jetzt mal eben alle geschnitten. Dann hatte ich wieder Probleme mit dem Downloaden, weil das Downloaden wieder nicht funktionieren wollte. Ja, es wäre natürlich einfacher gewesen, ein Kabel zu nehmen und das Handy mit dem Computer zu verbinden. Habe aber das Kabel nirgendwo gefunden. Und dann saß ich gerade auf dem Bett, habe meinen Akku geladen vom Handy und dann gucke ich so, gucke nochmal, hallo? Und dann fiel es mir ein, nachdem das Video schon wieder nicht downloaden wollte und ich mich schon wieder darüber aufgeregt habe. Guck dir das mal an. Das Teil stecke ich ins Handy. Dieses Teil, was ich für den Computer brauche, hat im Adapter gesteckt. Und der Adapter hat natürlich in der Steckdose gesteckt, weil ich hiermit immer mein Handy auflade. Da kann ich natürlich auch total lange suchen, wo das Kabel für den Computer ist. Das lag die ganze Zeit auf meiner Nachttischkonsole, weil ich mein Handy jede Nacht lade. Ja, ne? Und nachdem ich das dann endlich mal vom Handy auf das Computer gesteckt habe, hatte ich innerhalb von 10 Minuten sämtliche Videos auf meinem Computer. Cool, ne? Oh Mann. Manchmal liegen die Sachen, ne, direkt vor einem und man sieht es nicht. So, ich wollte euch mal das Ergebnis zeigen. Das da ist jetzt mein Online-Kurs. Ich habe es einfach und schlicht gehalten, weil ich nicht schon wieder so viel Arbeit da reinstecken wollte, wenn es hinterher schon wieder nicht genehmigt wird. Deswegen 10 Videos sind jetzt fertig. Ne? 10 Videos brauchte ich noch zum Schluss. Und ich bin fertig. So. Und jetzt muss ich nur noch das Ganze hochladen auf die Plattform. Und dann hoffe ich, wenn ich gleich auf Start drücke, dass innerhalb von 3 Tagen der Online-Kurs dann tatsächlich auch online ist. So, ich melde mich nachher nochmal wieder. So, ich habe meine Arbeit hier gerade beendet. Der Online-Kurs ist jetzt offiziell eingereicht. Jetzt warte ich bis morgen früh. Das kann in der Regel 3 Tage dauern. Ich hoffe natürlich, dass es schneller geht, damit ich sehen kann, lohnt es sich, einen zweiten Kurs anzufangen oder war es das schon wieder? In der Zwischenzeit gucke ich mir jetzt The Big Bang Theory an. Ja, natürlich, alles alte Folgen, aber ich brauche jetzt mal eine Pause. Mir tut irgendwie die Brust weh. Schon wieder beim Luftholen. Ich weiß nicht, was es ist. So, ich melde mich vielleicht später noch, ansonsten melde ich mich morgen. So, hallo, willkommen auf dem Dienstag. Ja, ich sitze heute schon ganz früh am Computer, seit heute Morgen. Und zwar habe ich meine Arbeit schon fertig gemacht. Ich habe tatsächlich heute Morgen das allererste, was ich gemacht habe, ich habe meine E-Mails gecheckt. Mein Online-Kurs ist jetzt online. Und ich habe natürlich heute Morgen sofort geguckt, nach dem zweiten Thema. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Ich gehe aber davon aus, dass ich morgen mit dem kleinen Online-Kurs anfange, damit ich schon mal 2 fertig habe. Und ja, dann war ich natürlich noch auf einer gewissen Webseite und da Styling-Link-Setzung in dem Fall. Das ist für Influencer-Marketing zum Beispiel. Die haben sehr viele verschiedene Firmen da drin, so wie Mango, Kess, Amazon, Otto, Bonprix, Aldi, Lidl und so. Da kannst du einen Link erstellen mit einem gewissen Produkt. Also du kannst ein Produkt sozusagen empfehlen über Stylink. Und das teilst du dann auf deinen Social Media Konten wie Instagram, YouTube oder Pinterest. Ne? Ich habe dann meine Bücher eingegeben und habe dann gesagt,
Ich habe dann einen Link erstellt mit meinen Büchern und habe dann die in Pinterest reingeschoben, in Tailwind. Und Tailwind bringt immer ein paar Aufrufe. Das ist jetzt nicht viel, aber jeder Klick bringt sozusagen Centbeträge. Und in dem Fall zahlen die 4 bis ca. 6 Cent aus pro Klick. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie viele Klicks du hast. Und das macht im Prinzip dein Geld. Und bei mir ist es so, ich probiere das halt über Amazon aus. Ich habe einen Link erstellt über Stylink, über das Amazon-Programm. Ich zeige euch das mal. Da habe ich zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch, das ich bei Stylink gemacht habe. Und dann habe ich den Stylink noch. Da habe ich dieses Dankbarkeitstagebuch. Dann habe ich den hier noch. Das war zum Beispiel mein Blogplaner. Und das sind alles Links, die ich jetzt mit Stylink erstmal angefertigt habe. Und dann schaue ich mal, wie das jetzt mit Pinterest läuft. Heute Abend geht, glaube ich, der erste Pin raus. Weil abends ist die Community ein bisschen aktiver, so 18, 19 Uhr, manchmal auch um 5. Und dann zahlen die ab einem Bestellwert nicht, ab so einer Summe von 25 Euro Provision zahlen die dann aus. Natürlich, wenn du jetzt sagst, es sind nur 4 bis ca. 6 Cent, es dauert natürlich, bis die 25 Euro voll sind. Gerade wenn du sehr, sehr klein bist, lohnt sich das nicht. Wenn du jetzt aber zigtausend Aufrufe hast, ne, so 1500, dann würde es sich schon eher lohnen. Aber es ist ja eher etwas kleiner gehalten. Ich wollte mal nach den Preismodellen gucken, damit ich euch das zeigen kann. Aber die Preisgestaltung finde ich hier überhaupt nicht wieder. Ich hinterlasse euch den Style-Link-Link in der Artikelbeschreibung. Ich sage euch dazu, dass das ein Affiliate-Link ist und dass ich natürlich ein bisschen Geld bekomme, wenn ich euch das weiterempfehle. Aber ich empfehle es euch weiter, weil ihr vielleicht auch einen YouTube-Channel habt, einen TikTok-Account, Instagram oder vielleicht sogar einen Pinterest-Account. Und dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr Interesse habt, ebenfalls Geld damit verdienen. 4 bis ca. 6 Cent sind jetzt nicht die Welt, vor allem nicht, wenn man sehr, sehr klein ist. Aber wachsen geht immer und wachsen tun wir ja auch alle. Und es werden ja jeden Monat mehr Aufrufe und dann könnt ihr jederzeit weiter wachsen, stetig wachsen und dann werden auch die Aufrufe höher. Und wie gesagt, ihr werdet immer pro Klick bezahlt. So, findet ihr unten in der Artikelbeschreibung. So, dann mache ich das mal zu. Und ansonsten habe ich heute auch gar nicht viel gemacht. Ich habe mein Buchformat angefangen. Und nein, es sind nicht die zwei Bücher, die ich fertig schreiben wollte. Da komme ich immer noch nicht zu. Ich muss. Es ist November. Ich kriege vor Dezember, kriege ich auch nichts mehr fertig. Ich muss mich um meine Online-Kurse kümmern. Im Januar kommt der Online-Shop raus und ja, ich muss ja mindestens noch ein Buch machen, damit nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt. Weil 2023 war nicht wirklich viel. Und für 2024 muss es das Dreifache, Vierfache, sagen wir das Fünffache sein. Drei, fünf, ja, das Fünffache. Und ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage. Aber wir sind noch motiviert dabei, ne? Ich und meine Community. Und jetzt werde ich ein bisschen The Big Bang Theory gucken. Und dann werde ich mich heute Abend nochmal an den Computer setzen. Und dann werde ich heute Abend gucken, dass ich meinen Online-Kurs noch ein bisschen vorbereitet kriege für morgen. Und dann fange ich morgen wieder an, den neuen Online-Kurs aufzunehmen. Und dann hoffe ich, dass das genauso schnell geht wie der erste. Der wurde nämlich genehmigt. Und dann muss ich gucken und dann muss ich mal abwarten,
was das alles so bringt. So mit Pinterest und ich habe dann immer so finanzielle Experimente, habe ich das unter Notion abgetan und dann habe ich den Style-Link dann da eingegeben, um das mal auszuprobieren. Ich habe erstmal alle meine Marken, die ich so privat habe, habe ich da erstmal aufgelistet, weil man davon ja auch Produkte hat. Und wenn man dann seine eigenen Produkte empfiehlt, kann man das mit diesem Link machen. Und dann gucke ich mal, ob sich das eventuell lohnt. Ich meine, über Pinterest ist das ja nicht so viel Arbeit, weil Tailwind ja die ganze Arbeit macht. Ich muss ja nur den Pin einpflegen und Tailwind aktiviert immer automatisch einen neuen Slot, weshalb die immer im Loop drin sind. Was eigentlich praktisch ist. Ja. So, ich gucke mir jetzt The Big Bang Theory an. Und trinken Tee dabei. So, bis gleich. So, Jetzt mal nichts mit Arbeit, sondern ich habe hier meine Sprossen stehen. Ich dachte, wir könnten mal zusammen Sprossen ansetzen für einen Salat. Vielleicht mache ich auch ein schönes YouTube-Video daraus. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hier nämlich Linsen. Ja, die wollte ich mal ausprobieren. Die Linsen darf man nicht so essen als Keimsprosse, sondern man hat mir gesagt, dass man die kochen soll, also zumindest blank schälen soll vorher. Also noch einen passenden Winkel zu finden. Ich habe die jetzt ausgelegt. Ich hatte kein Silber mehr da, also habe ich Taschentücher benutzt. Da habe ich mir zwei Schalen von fertig gemacht. Und dann werde ich die auf jeden Fall hier erstmal nass machen. Damit die Unterlage auch schön feucht ist für die Keimsprossen. Die hier habe ich übrigens bei Amazon gekauft, die ist richtig gut. Gott sei Dank auch auf der Fensterbank. März bis April, ganzjährig. So, sind auch noch welche drinne. Die heben wir auf das nächste Mal. So. Ist nicht so toll. Die verschieben sich hier drauf gerade, weil nur ein langer Strahl da rauskommt. So. Sieht das Ganze so aus? Sorry. So sieht das Ganze jetzt aus. Und die stelle ich gleich erstmal zur Seite. Jetzt wollen wir uns um die Linsen kümmern. Wow. Ich glaube, dass ich zu viele davon genommen habe. Ich habe definitiv zu viele genommen. Aber in diesen Internetanleitungen steht nie drin, wie viele.
ich kann es jetzt auch nicht ändern, aber mein Gott. Dann habe ich meine Keimsprossen fertig gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen zu viel, aber ich überlege mir damit, wenn das funktionieren sollte, überlege ich mir ein schönes Rezept. So, die stelle ich natürlich hier hin. Die stelle ich jetzt hier hin und dann gieße ich die auch jeden Tag oder fast jeden Tag. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich hoffe natürlich, dass die keimen und anfangen zu sprießen, weil mein allerletztes Projekt in der alten Wohnung, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, weil es sind ja auch ganz schön viele neue auf dem Kanal, aber ich hatte das Projekt schon mal ausprobiert, und zwar als ich in der alten Wohnung gewohnt habe. Und da lief das Projekt nicht ganz so gut. Ja, das ist leider etwas schief gegangen. Das hat nämlich angefangen zu schimmeln. Ich habe jetzt nochmal alles abgewaschen und habe das hier gespült. Und jetzt muss ich halt einfach mal gucken. So, noch ein kleines Update, ne? Ich habe die ja neu gekauft und habe die mal ausprobiert, ne? Die ist richtig gut, die schmeckt auch richtig lecker. Aber als ich Sandwich-Toast damit gemacht habe, ist das leider an der Seite rausgelaufen. Also die wird richtig flüssig. Also die ist nicht so fest und konsistent wie die andere Remoulade, wenn ich die in den Sandwich-Toaster mache. Hier benutze ich auch sehr gerne. Die ist von Billy Green. Die kann ich nur empfehlen. Die ist richtig lecker. Und wisst ihr was? Ich habe nicht mehr genug da, um das andere auch noch zu belegen. Naja, dann muss ich halt mehr Tomaten drauflegen. Wisst ihr, es war schon richtig geil, so eine Etepetete-Box zu bestellen. Und die wohnen jetzt schon in der neuen Wohnung die ganze Zeit. Aber das ist wirklich etwas, das vermisse ich. Wenn du dir die Etepetete-Box schicken lässt, da hast du so ein ganz weites Spektrum an Sachen, die dir zugeschickt werden. Auch Sachen, die du selber nie einkaufen würdest. Und dann stehst du da zu Hause und denkst dir, was mache ich jetzt damit? Weißt du, und dann gehst du nach Pinterest, guckst mal so nach Rezepten und so. Und dann probierst du automatisch was Neues aus. Ich glaube, wenn es finanziell besser läuft, dann werde ich auf jeden Fall wieder Pinterest, sage ich schon. Dann werde ich auf jeden Fall wieder eine Etepetete-Box abschließen. Weil als ich nämlich noch eine Etepetete-Box hatte und ich mir die Etepetete-Box ständig habe zuschicken lassen, da war mein Kühlschrank voll und ich war trotzdem noch einkaufen. Aber wisst ihr was, dann habe ich mich wieder beschwert, weil ich ein paar Sachen wegschmeißen musste, die schimmelig waren. Aber das ist so eine Sache,
Wenn ich bis Januar alle meine Probleme geregelt habe und das Geld wieder richtig gut reinkommt, dann werde ich auf jeden Fall wieder eine Potato-Box abschließen. Und dann gucke ich mal, weil ich hatte erst eine Gemüsebox bestellt, aber die haben auch noch andere Boxen da. Ich meine, bei Früchten bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil ich darf nicht so viel Fructose essen. Aber so eine Rohkostbox, das wäre ja auch geil. Weil ich brauche ja für die Arbeit, brauche ich auch immer Gemüse, so, die ich mitnehme, damit ich nicht so viele ungesunde Sachen esse. Und da rentiert sich sowas, weil dann musst du nicht immer einkaufen gehen. So viel, ich meine, ich gehe gerne einkaufen, so ist es nicht, ne? Passiert dann auch öfter mal, dass ich mir die Finger verbrenne. Es dauert immer eine Weile, bis das zu ist, weil das Brot muss ja schrumpfen. Naja, scheiß drauf. Ich habe es halt zu dick gelegt. Manchmal geht der echt nicht zu. Der ist echt nur was für kleine, schmale Sandwiches. So, das war's von mir von heute. Ich gehe nur noch auf die Couch. Navy CRS läuft gleich. Und tada, ich mache mir was zu essen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, hallo, willkommen auf Mittwoch. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon angezogen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Ich habe heute Morgen schon Pyjama-Business gemacht. Ja, aber ich sah heute Morgen so schlecht aus. Da dachte ich mir, na, da lässt du lieber die Kamera aus. Ich habe nämlich hier schon am Computer gesessen. Ich war schon in Tailwind drin. Und in Tailwind habe ich bereits 120 Postings hochgeladen und fertig gemacht. Und ein Teil ist schon für nächstes Jahr 2024. Ich habe wirklich für das Jahr 2023 komplett abgeschlossen. Da geht einfach nichts mehr. Ich kann jetzt nur noch vorbereiten für 2024 und dann geht es ins nächste Jahr. Hoffentlich läuft das nächste Jahr besser. Ich hoffe es wirklich, echt. Ich bin fertig mit diesem Jahr, wirklich. 2023 hat mich die letzten Nerven gekostet, wirklich. Also diese ganzen Ups und Downs und nichts ist sicher, nichts ist verlässlich und permanente Jobs wechseln und dann wird die Arbeit zu Hause nicht fertig und alles steht, alles liegt und keine Projekte werden abgeschlossen und ganz ehrlich, ich bin so fertig mit 2023. Von mir aus kann morgen Silvester sein, wirklich. So. Ja, ich hab jetzt nur Tailwind gemacht, die ganzen Links. Stylink funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe heute Morgen schon im Dashboard nachgeguckt. Also ich habe auch schon eine kleine Summe verdient durch Pinterest. Mit Stylink wird man jetzt nicht reich. Aber so ein paar Cents nebenbei zu verdienen, ist schon mal ganz gut, weil es sind nur Postings, die muss ich sowieso machen, weil ich die sowieso auf die Webseite bringen muss, weil ich meine Bücher verkaufen muss. Und dann kann ich einfach den Styling nehmen, also den Styling-Link nehmen, um noch zusätzlich ein paar Cent zu verdienen. Funktioniert sehr gut. Jetzt warte ich mal so die nächsten paar Tage ab, weil ich benutze immer noch die kostenlose Version von Tailwind. Aber finanziell geht es halt leider auch gerade nicht anders. Ne? Es hat alles so
Stillstand gerade. Und das nervt mich gerade sowas von. Ich wäre am liebsten schon kilometerweit. Aber ich habe es ja wenigstens geschafft, heute noch mal ein bisschen zu arbeiten. So. Ennis ist auch schon unterwegs. Die macht bereits meine Wohnung sauber. Die staubsaugt. Ne, wo ist Alice wieder? Alice ist wahrscheinlich wieder unter Bett. Jo. Alice gibt sich gerade viel, viel Mühe dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Da. Die fährt sich immer am Bett fest. So, Pfandflaschen habe ich auch hier stehen. Die muss ich jetzt auch mit wegräumen. Oh, und Spülmaschine ist auch schon an. Und diese kleinen gekeimten Dinger gehen bereits auf. Die sind überall schon gesplittet. Und hier, meine Kresse geht mittlerweile auch schon auf. Über Nacht, eine einzige Nacht. So. Bin mal gespannt, was daraus wird. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Keine Ahnung. Wir sehen uns jetzt gleich beim Einkaufen. Hallo, ich bin vom Einkaufen wieder zurück. Ja, die Waschwanne ist komplett voll. Ich habe einen totalen Cheat Day. Ich lebe total ungesund. Ich habe keine Lust auf Kochen im Moment. Und im Supermarkt kann ich zurzeit überhaupt nicht filmen, weil es sind viel zu viele Leute da. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir in einem Monat Weihnachten haben. Aber ja, die Supermärkte sind randvoll. So, dann wollen wir mal. Ich habe Clementinen gekauft. Boah, ich habe so Heißhunger darauf gehabt, ne? Auf Clementinen. Da habe ich mir gesagt, da musst du erstmal einkaufen. Die musst du mitnehmen. So. Was ich euch ja gestern Abend erzählt habe, es gibt das Toast auch in kleiner. Ja, ich habe Vollkorntoast mitgenommen. Die drücken ja mittlerweile überall drauf, dass das vegan ist, ne? Meine Kesselchips, weil ich ja gesagt habe, wir leben gerade richtig ungesund, mit Essig. Ich stehe auf Essigchips. So. Tomatenmozzarella. Wieder richtig ungesund. Dominosteine mit Zartbitterschokolade. Richtig ungesund. Den wollte ich mal ausprobieren. Himbeere, Limone. Es ist ein Kaltaufguss. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß noch nicht, wie er schmeckt. Dann Mini-Frühlingsrollen mit Gemüse. Auch sehr gut. Ja. Meine Müsli-Regel für den Hunger zwischendurch. Ich kann es nur empfehlen, immer mal wieder was davon in der Tasche zu haben, falls man mal wieder irgendwo eine lange Wartezeit hat. Spätschichtnudeln, wenn man von der Spätschicht kommt. Ich habe auch was Gesundes gefunden. Orangensaft. Ohne Fruchtfleisch. Sehr gut. Tomaten. Und zwar für das Sandwich. Dann kaufe ich immer den Western Style. Den gibt es übrigens im Netto. Schmeckt auch sehr lecker für den Hunger zwischendurch, abends um 23 Uhr. Ja, wenn man nicht zu dieser Schokolade greifen will, wie diese da, ja. Dann den Kaffee, den ich nicht mag, aber immer noch besser als die anderen Sorten, weil mein Lieblingskaffee war schon wieder ausverkauft. Dann, weil wir gerade total ungesund auf dem Weg sind, wir gerade überhaupt nicht gesund leben. Und wisst ihr, wieso nicht? Weil ich gerade keine Lust habe zu kochen. Mein Demotivationspegel ist noch tiefer in den Keller gegangen, nachdem ich schon dachte, dass er gar nicht mehr tiefer in den Keller gehen könnte. Und dann, falls ihr mal so richtig Heißhunger habt, Zilliminis. Ui.
unser Zinnimus. Wie der Name schon sagt, da ist Zimt drin. Wenn ihr Hormonprobleme habt und ihr sitzt auf der Couch und ihr wollt unbedingt was Süßes haben, irgendwas mit Zucker, Zimt stillt den Heißhunger auf Zucker. Und Zimt bringt sogar das Hormon wieder ins Gleichgewicht. Die Hormonstörung, das wollte ich damit sagen. Und ich habe damit richtig gute Erfahrungen gemacht, dass ich Zimt in den Kaffee tue, Zimtplätzchen esse und abends dann auf der Couch ein paar Zinnimus. Ich weiß, da ist Zucker drin, aber manchmal geht es halt auch einfach nicht anders. Dann, der war runtergesetzt. Ich habe Käse mitgebracht, weil er im Angebot war. Und der hier, das ist so super selten. Den hat es für 1,07 € gegeben. 155 Gramm. Der kostet normalerweise 2,49 €. So, und dann natürlich mein neues YouTube-Rezept. Blätterteig und dann pflanzlich cremig Gartenkräuter Frischkäse, der natürlich hierzu gehört. Ich bin schon mal am Videos vorbereiten für 2024 und dann habe ich endlich mal wieder Joghurts gefunden. Hier, die da. Ohne Sojageschmack, aber mit Kokosnuss. Die waren so lange ausverkauft und dann hatten sie welche da und dann habe ich mir gedacht, komm, für den Preis nimmst du sofort zwei mit, ey. Und eine Duftkerze. Das ist das Schöne an Weihnachten. Überall haben sie Duftkerzen und sie sind reduziert. So. Das war es von mir. So, das war nämlich mein Wocheneinkauf. Ich bin gut gerüstet fürs Wochenende. Ich hätte ein bisschen mehr Gemüse mitnehmen können, aber ich habe zurzeit kein Backblech. Ich muss mir nämlich erst noch eins kaufen bei Amazon. 2 Stück, um genauer zu sein. Und dann habe ich auch gar keinen Airfryer. Und wer weiß, wann ich mir in Zukunft irgendwann einen leisten kann, so wie das gerade hier läuft. Aber das macht nichts. Wir kommen immer wieder auf die Beine zurück. Egal, wer uns runterschmeißt. So. Ja. Ich habe ein bisschen eingekauft. Ich habe euch ja gestern schon zur Etepetete gesagt, dass es schön wäre, wenn ich wieder eine Etepetete-Box da hätte, weil dann hat man immer frisches Gemüse zu Hause. Und Rohkost, also es gibt ja auch so eine Rohkostbox, ne? Und so eine gemischte. Und dann wäre es halt mal gut. Ich habe eine Gemüsebox genommen beim letzten Mal, habe die ja 6 Monate getestet. Ich fand sie sehr gut. Also ich habe immer frisches Gemüse zu Hause gehabt und man konnte immer was aufs Backblech schmeißen. Und ich würde mir das für nächstes Jahr wünschen, wieder so ein Abonnement abzuschließen. Aber im Moment habe ich ja dieses Abonnement mit Outfittery. Nee, Outfittery war das nicht. Lookiero. Genau, Lookiero. Da lasse ich mir ja Styling-Outfits schicken vom Stylingberater, weil ich muss ja meinen Kleiderschrank mal wieder voll kriegen mit Klamotten, ne? Nachdem ich so groß ausgemistet habe. Und die nächste Box kommt am 15. Und dann werde ich die mit euch fertig machen. So. Aber ich muss jetzt erstmal meine Einkäufe hier wegräumen. Und da wir heute Mittwoch haben, sage ich auf Wiedersehen. Habt ein schönes Wochenende. Startet richtig gut ins Wochenende rein. Ich werde mich mit Arbeit zuschmeißen. Ja doch, ich werde mich mit Arbeit zuschmeißen. Genau. Morgen habe ich einen Termin, aber da ist sowieso drehfreie Pause donnerstags. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns montags und donnerstags. Macht's gut.